Hallo zusammen, der Monat ist schon wieder rum, man will es kaum glauben, aber es ist so und ja, es wird wieder Zeit für meine Favoriten. Primär geht es heute um Lippenfavoriten, wenn ich das so in meinem Kästchen betrachte und ja, wir legen jetzt mal los. Und zwar zeige ich euch erstmal die Kombi, die ich heute auf den Lippen trage und zwar ist es der NYX Lip Pencil in der Farbe Natural. Das ist einfach so eine richtig schöne, ja schon fast Rosenholzfarbe, so eine richtig schöne natürliche Lippenfarbe, mit der man super auch die Lippen übermalen kann. Habe ich auch heute ein bisschen gemacht, damit ich so ein kleines bisschen mehr Volumen habe. Ne? Die NYX Lip Pencil sind so gut, die sind so schön cremig, man kann super mit denen arbeiten. Man kann die locker mit denen von MAC vergleichen, nur kosten die halt nur einen Bruchteil davon. Und der Lippenstift, den ich darüber trage, ist von P2, der Pure Color Lippenstift in der Farbe 170 Brooklyn Bridge. Das ist einfach auch so ein wunderschönes, oh, das perfekte Nude. Den hier gibt es in der Form, wie wir ihn hier sehen, leider nicht mehr. Also zumindest die Verpackung wurde geändert. Und auch der, also die Farbe, der Hell. Heute auch wieder gesponsert von Schwierigkeiten mit der deutschen Sprache. Die Farbbezeichnung und die Packung wurde geändert, aber die Farbe ist gleich geblieben. Das ist, glaube ich, jetzt die 070, wenn mich nicht alles täuscht. Die Lippenstifte von P2 sind einfach so wunderschön. Also man kann die wirklich locker mit einem High-End-Lippenstift vergleichen. Die sind auf den Lippen so komfortabel, lassen sich super tragen, lassen die Lippen auch so schön plump und auch so ein bisschen voll erscheinen und es ist einfach der Komfort, der Tragekomfort und der riecht auch nach nichts. Man hat also keinen ekelhaften Geschmack im Mund und ja, einfach dieses Luxusgefühl von einem 3-Euro Lippenstift, das ist einfach unglaublich. Also ich vergleiche den immer mit meinem Pure Color Envy von Estee Lauder, also ne, so ein Estee Lauder Lippenstift kostet 30 Euro und ne, der kostet quasi nur 10% davon und das ist wirklich bemerkenswert. Falls ihr euch eigentlich wundert, wie ich sitze hier auf einem Stuhl, das eine Bein ist angewinkelt und hier ist mein Knie. Ich sitze quasi auf einem Bein und wenn das eine Bein einschläft, dann wechsle ich. Ich dachte, kurze Randinformationen zu Behind the Scenes bei Flickchen würden euch interessieren. Nein? Okay. Zweiter Lippenfavorit ist quasi ein Liquid Lipstick und zwar von Maybelline, der Superstay 24 Hour in der Farbe 640 Nude Pink. Das hat so zwei Phasen und zwar ist es einmal die Liquid Lipstick Phase, da habt ihr Haar. Da habt ihr Haar an Swatch, aber jetzt Swatch wäre einmal diese Farbe. Das ist auch so ein wunderschönes, richtig tolles Alltags-Nude. Ihr versteht ja, was ich euch sagen möchte, ne? Nein, das ist ein wunderschönes, alltagstaugliches Nude. Und ihr könnt das entweder so tragen, also nur diese Farbe, dann trocknet das halt so ein kleines bisschen matt. Oder, was ich gerne mache, hier auf der anderen Seite ist so ein fixierendes Balm. Und ja, das ist einfach wirklich der Clou, dass der Lippenstift den ganzen Tag hält und er hält auch wirklich den ganzen Tag, also gefühlt den ganzen Tag. Mehrere Stunden definitiv und wenn sich das abträgt, trägt sich das auch nicht ungleichmäßig ab oder unregelmäßig und patchy und was auch immer. Das geht richtig gleichmäßig runter und es ist einfach, es fällt auch einfach nicht so auf, weil es einfach so ein einfach. Also mein Lieblingswort ist wirklich einfach, ne? Weil es schlichtweg ein alltagstaugliches, wirklich My Lips But Better ist. Und ja, das ist einfach wirklich ein wunderbarer Lippenstift für den Alltag. Also für die Arbeit trage ich den gerne. Und deshalb habe ich den auch diesen Monat sehr, sehr gerne getragen. Einen Favoriten, den ich mir quasi diesen Monat wieder aufgezwungen habe, ist von Clarins, der, Achtung, sehr, sehr langer Name, Instant Light Natural Lip Perfector. Bitte denkt euch dafür mal was anderes aus oder einfach kurz Eclair Menu. Ich habe den in der Farbe 2 und das Problem an der Sache ist, dass ich mir den im Sommer 2014 gekauft habe und das ist jetzt 2 Jahre her. Make-up hat auch ein Verfallsdatum und ich habe leider die Umverpackung nicht mehr, weil ne, da könnte ich sehen, wie lange der haltbar ist, aber ich glaube nicht, dass der so lange haltbar ist. Er riecht jetzt nicht merkwürdig oder die Textur hat sich auch nicht verändert. Es ist immer noch gleich wie damals, aber ich denke mir, komm, ne, ist vielleicht ein bisschen sicherer. Aber, habe ich jetzt gerade gesagt, dass es die Nummer 2 ist? Ich sag's euch nochmal, es ist die Nummer 2. Und, ach, das ist einfach, es riecht nach karamellisiertem Zucker, so ein bisschen vanillig. Und das Gefühl auf den Lippen ist so wundervoll. Ich trage mir den jetzt gerne abends auf, vorm Schlafengehen, so eine richtig schöne dicke Schicht, dass ich am nächsten Morgen das Gefühl habe, dass meine Lippen richtig gepflegt sind. Und oh, die Lippen sehen davon richtig schön voll und saftig und prall aus. Ich weiß, das sind meine Lieblingswörter, wenn ich Lippenprodukte beschreibe, aber es ist einfach so. Und es ist einfach so ein traumhaft schönes Tragegefühl, so richtig luxuriös. Sollte es auch sein, die Dinger kosten 18 Euro. Aber die passen auch wundervoll in den Alltag rein, einfach so drüber und fertig. Und die Lippen sehen wunderschön aus, werden auch noch gepflegt. Und ich werde es mir definitiv nachkaufen, wenn es leer ist. Es ist jetzt auch wirklich nicht mehr viel drin. Es sind jetzt auch, glaube ich, viele neue Farben rausgekommen. Ich werde mir dann mal eine andere besorgen. Und die dann wahrscheinlich auch 2 Jahre hegen und pflegen. Aber ja, ich kann den euch sehr, sehr empfehlen. Das ist wirklich eine Investition und ja, es lohnt sich.
Ein kleines Trauerspiel und auch ein zwangsweise Favorit, weil ich es leer gemacht habe, und zwar meine Naked Skin Foundation von Urban Decay. Ich habe sie des Öfteren verwendet, weil ich sie halt leer machen wollte, und jetzt ist es soweit. Sie ist komplett leer und was soll ich euch sagen? Ich habe sie euch schon tausendmal in die Kamera gehalten. Es ist einfach eine der besten Foundations, die es auf dem Markt gibt. Zurzeit super formuliert, kein Alkohol drin, nicht reizend, super Inhaltsstoffe. Sie ist auch nicht ganz so teuer, also es ist nicht so eine mega High-End Foundation. Ich glaube, sie kostet mittlerweile 34 Euro, wenn mich nicht alles täuscht. Und ach, ich kann euch wirklich nur dazu anhalten, euch die mal anzuschauen, denn es ist einfach top shelf, wundervoll. Ich werde ihr nachtrauern. Ich werde sie mir definitiv irgendwann nachkaufen, aber ich habe zurzeit einfach noch zu viele Foundations. Und Urban Decay bringt auch im Sommer eine neue Foundation raus, die ich mir anschauen möchte. Und ja, aber es ist einfach nur so, so toll. Dann habe ich einen ungewöhnlichen Blush-Favoriten, was eigentlich ein Cream-Eyeshadow ist. Ich experimentiere offensichtlich gerne rum, und zwar von H&M Beauty die Color Essence Eye Cream in der Farbe Countess. Das ist hier dieses wunderschöne Rosé-Gold-Taupe-Rosenholz. Ich swatche es euch auch mal kurz. Hier haben wir den Swatch und es ist einfach die perfekte Farbe für blasse Häutchen wie mich. Es hat auch noch so einen schönen Glow in sich, gar kein Glitzer oder so. Und einfach diese cremige Textur. Ihr könnt eigentlich jede cremige Textur auch als Blush benutzen. Und es funktioniert einfach perfekt. Für mich sogar fast perfekter, als das als Eyeshadow zu benutzen. Und es sieht einfach so wunderschön natürlich und auch so schön frisch aus. Hält auch super lange, lässt sich wunderbar in die Haut einarbeiten. Und es sieht einfach, also für mich nach meinem Geschmack, sieht es wunderschön aus. Probiert es mal. Probieren geht über Studieren. Und es ist einfach nur wundervoll. Lieblingsduft diesen Monat ist definitiv Spice Bomb Extreme von Viktor & Rolf. Ja, es ist eigentlich ein Herbstduft, aber diesen Monat war es noch recht oft kühl und dunkel und regnerisch. Und da trage ich solche Düfte sehr, sehr gerne. Oh, es ist einfach dieses traumhaft wundervolle, vanillige, dunkle Amber. Der ist auch definitiv würzig, da ist auch schwarzer Pfeffer drin und der kommt am Anfang sehr stark bei mir raus. Aber das legt sich irgendwann zu einer richtig schönen warmen Vanille auf meiner Haut. Es ähnelt wirklich sehr dem Tom Ford Parfum. Das einzige Manko an dem hier ist, der hält leider nicht so lange wie ein Tom Ford Parfum. Das finde ich ein bisschen schade, man muss öfter nachsprühen. Dafür ist es nicht so teuer wie ein Tom Ford Parfum, aber ich kann euch wirklich nur raten, den mal zu schnüffeln. Der ist wundervoll. Er ist eigentlich für Männer deklariert, aber für mich ist es definitiv Unisex. Ja, haltet da definitiv mal euren Rüsselchen in den Sprühnebel und ihr werdet mit Sicherheit auch verzückt sein. Jetzt noch ein paar generelle Lifestyle-Favoriten. Und zwar möchte ich euch die Seite von meinem Bruder vorstellen. Ja, ich habe einen älteren Bruder, den Christian. Der ist 4 Jahre älter als ich und er fotografiert in seiner Freizeit. Und das macht er sehr, sehr gut. Er hat eine Seite auf Facebook, die nennt sich Left to Themselves. Und zwar macht er da Fotos von verlassenen Gebäuden, also richtig schön dunkel und düster. Da kann man wieder sehen, dass mein Bruder und ich sehr viel gemeinsam haben. Also ich glaube, wir beide können einem, ja, einer Familie auf einer sonnenbeschienenen Wiese bei einem Picknick nichts abgewinnen. Also solche harmonischen Bilder, also er will sowas schon, ne? So langweilig. Ich war richtig begeistert, als er mir das gezeigt hat, denn die Bilder, die spiegeln genau das wieder, was ich mag. Also solche verlassenen Gebäude, die wirklich so eine Geschichte erzählen, solche Ruinen quasi. Richtig düstere, fast schon morbide Bilder, wo man sich quasi eine Geschichte zu ausdenken kann. Ich hatte damals, wo ich gewohnt habe in der Straße, da war auch so ein verfallenes Haus. Und immer wenn ich daran vorbeigelaufen bin, habe ich mir dazu so eine Geschichte ausgedacht und mir überlegt, ja, was da vielleicht passiert sein könnte. Ob da vielleicht jemand ermordet wurde oder ob das Haus irgendwie, ja, von Geister war oder was weiß ich. Ja, ich war sehr jung und fantasievoll. Schaut auf jeden Fall mal bei ihm vorbei. Ich würde mich sehr darüber freuen. Ich verlinke euch das mal alles in der Infobox. Ihr müsst auch den Anschein haben, dass ich irgendwie aus der Addams Family komme, oder? Ja, fast. Musikfavorit diesen Monat definitiv Green Day. Ich habe diesen Monat all meine Green Day Alben rausgeholt und wieder auf mein Handy drauf gespielt. Oh mein Gott, ich liebe diese Musik. Einfach, ich bin ja draußen sowieso immer mit Musik unterwegs. Ich weiß, es ist unhöflich vielleicht und unnahbar und man hört nicht, was um einen herum passiert. Aber genau das möchte ich. Wenn ich durch die Stadt laufe, laufe ich immer straight und einfach mit Musik in den Ohren. Und ich will von niemandem angequatscht werden. Was euch nicht davon abhalten sollte, wenn ihr mich mal in der Stadt sehen solltet, mich anzusprechen, da werde ich mich natürlich drüber freuen. Aber halt so, wenn ich hier zu Hause zum Beispiel einkaufen gehe. Ne? Ihr versteht, was ich meine. Aber ja, Green Day, absoluter Favorit. Ich würde die unglaublich gerne mal live sehen. Ach, das wäre wirklich mein absoluter Traum. Wundervolle Band. Dann natürlich die neue Staffel Game of Thrones. Ich habe gestern das Staffelfinale geschaut und oh mein Gott, ich war fertig mit den Nerven. Erstmal der Soundtrack in der letzten Folge. Ich habe Gänsehaut bekommen und oh, wie sich das alles wieder aufgebaut und gesteigert hat und oh mein Gott, ich
ich bin fertig mit den Nerven. Also die neue Staffel war einfach wieder spektakulär. Es waren so ein, zwei Folgen dabei, die jetzt nicht so, also die ein bisschen langweiliger waren. Aber ansonsten war es wirklich wieder ein absolutes Fest. Jetzt müssen wir wieder über 10 Monate warten. Aber gut, Geduld ist eine Tugend. Und ja, dieses Video ist jetzt auch schon wieder vorbei. Das waren meine Favoriten für den Monat Juni. Ich muss mich erstmal sortieren, welchen Monat wir haben. Es ging alles wieder so schnell rum. Schaut auf jeden Fall unten in der Infobox rein, da ist alles verlinkt. Und ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Schreibt mir gerne eure Favoriten in die Kommentare. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!